herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Demonet Cleluz Plus Podcasts, dem Podcast rund um kleinkörnige Leguminosen. Mein Name ist Ann-Kathrin Bessey und ich arbeite im Projekt daran, die Vorteile kleinkörniger Leguminosen bekannter zu machen. Wir geben dazu Tipps und vermitteln Wissen rund um den Anbau und zur Nutzung kleinkörniger Leguminosen. Und als ein Teil davon wird es in loser Folge Podcasts zu verschiedenen Themen geben. Heute starten wir in die Podcast-Reihe mit dem Thema Untersaat. Dazu ist mein Projektkollege Philipp Köhler vom Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg mit dabei. Hallo Philipp. Hallo Ann-Kathrin. Philipp, du betreust im Aktionszentrum Südwest 12 Betriebe. Ja, genau. Wie viele von deinen Betrieben bauen denn Untersaaten an? Also mir fallen da spontan 4 Betriebe ein. Und es ist ein bisschen unterschiedlich, wie das ausgestaltet wird schon bei diesen 4 Betrieben. Beispielsweise einer der Betriebe, der baut das als Untersaat mit ganz wenig Hafer als Deckfrucht an. Den Hafer wirklich nur, um den dann wegzusilieren, um einen gewissen Schutz für die Ansaat zu bieten. Wieder ein anderer macht das mit einem Gemenge aus Hafer und Gerste, was er draufstreut auf die Erde, einfach mit einem Düngerstreuer. Er arbeitet das dann mit einer Scheibenegge oder so ganz flach ein und sät dann mit einer Direktsaatmaschine noch am gleichen Tag auch das Kleegras ein. Und der trischt dann die Getreidekulturen, um das als Schweinefutter zu nutzen. Wieder ein anderer, ein Ökolandwirt, der macht das, was ich jetzt so als klassisches System für die Etablierung als Untersaat im Ökolandbau auch sehen würde. Und zwar, der nimmt eine Getreidekultur am Ende der Fruchtfolge. Das ist bei ihm meist Tritikale. Und mit dem zweiten bzw. auf jeden Fall letzten Striegelgang striegelt er die Untersaat, das Kleegras, mit ein. Ja, und dann haben wir, glaube ich, schon mal einen ganz kurzen Umriss, wie vielfältig das ausgestaltet sein kann, ne? Ja, total. Also wirklich mit ganz unterschiedlichen Zielen dann auch, ne? Das Ziel der Aussaat als Untersaat ist natürlich immer das gleiche. Ich will möglichst sicher einen möglichst vernünftigen Kleegrasbestand oder Luzernegrasbestand ins Feld stellen. Aber unterschiedlich sind dann doch die Deckfrüchte, die man dann verwendet und die Ziele, die man damit verfolgt. Ja, wie man die auch nutzt am Ende, ne? Also ob man sie nutzt. Also eine Nutzung findet tatsächlich bei den meisten irgendwie statt. Aber beispielsweise bei dem einen, der nur sehr wenig Hafer aussät, um den wirklich nur als Deckung für das Kleegras zu nutzen, bei dem ist das Ziel, den Hafer zu silieren, nicht vorrangig, sondern das Ziel, die Untersaat zu schützen, das steht einfach bei ihm im Vordergrund. Ja, stimmt. Wie ist es denn so ganz allgemein gesagt? Also, du hast jetzt gesagt, Kernziel in der Etablierung als Untersaat ist immer, dass das Kleegras oder das Luzernegras gut startet. Für wen und unter welche Bedingungen ist es eine Option, Kleegras oder Luzernegras zu etablieren? Und wo würdest du sagen, was sind solche Charakteristika bei einem Betrieb, wo man das erst gar nicht versuchen sollte, das in Untersaat zu etablieren? Also positive Sachen sind natürlich zum einen, wenn jetzt ein Biobetrieb, der sowieso striegelt, es schafft, mit dem letzten Striegelgang das Kleegras zu etablieren, dann hat der natürlich erstmal viel weniger Arbeit, als wenn er im Herbst nochmal, sagen wir, zweimal Stoppelsturz mit Saatbettbereitung und Aussaat mit Sämaschine nach dem Drusch hat. Also Arbeitszeitersparnis ist da ein großer Punkt. Ein wichtiger Punkt ist auch Saatgutersparnis, damit Kostenersparnis. Man kann bei der Untersaat im Vergleich zur Blanksaat die Saatstärke doch deutlich reduzieren. Man spricht so von etwa der halben Saatstärke. Nicht zu empfehlen ist aber unter 12 Kilo zu gehen. Es kommt ein bisschen auch auf die Kulturen, auf die Mischungen an, was da drin ist. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Interessant ist auch, ich schaffe mir Flexibilität.
weil insbesondere, wenn im Herbst oft trockene Bedingungen da sind, ich Sorge haben muss, dass mein Kleegras aufläuft. Beispielsweise, wir haben es jetzt dieses Jahr teils wieder gesehen, um die Ernte rum war super Wetter für die Ernte, also es war trocken. Man musste keine Angst zu Recht vor Auswuchs und solchen Dingen haben. Aber um nachfolgend direkt ein Kleegras oder auch andere Kulturen zu etablieren, waren die Bedingungen nicht optimal, weil es vielerorts einfach eben doch trocken war. Und zu spät jetzt in den Herbst Richtung Winter reinzukommen, ist für Kleegras natürlich auch nicht optimal, weil wir eine gewisse Zeit für die Vorwinterentwicklung haben möchten. Wenn ich jetzt bereits im Frühjahr als Untersaat meine Kultur, mein Kleegras etablieren konnte, dann ist das gut, dann steht das schon da, hat schon ein gewisses Wurzelwerk gebildet, hat auch schon Stickstoff akkumuliert ein bisschen, hat den Stickstoff fixiert, symbiotisch, das wollen wir ja auch von dem Kleegras. Und es steht einfach schon da. Wir müssen im Herbst unter den trockenen Bedingungen nichts mehr etablieren. Und das Schöne ist, es ist eine Art Lebensversicherung dadurch, weil falls im Herbst was nicht klappt, dann muss ich im Frühjahr sehen als Blanksaat. Das ist dann wieder problematisch, weil im Frühjahr, wann sehe ich, gibt es vielleicht doch noch einen späten Frost. Gerade Keimpflanzen sind dann natürlich empfindlicher als bereits größere. Und außerdem brauche ich dann im Frühjahr des nächsten Jahres eine gewisse Anlaufphase, bis das wieder richtig produktiv ist. Und sollte auch eine Untersaat mal nicht funktionieren, dann habe ich im Zweifel immer noch die Möglichkeit, im Herbst eine Blanksaat zu etablieren, wenn die Bedingungen passen. Wenn ich die Blanksaat verpasst habe, dann kann ich nicht zur Untersaat zurückgehen im Jahr, sondern muss dann halt ins nächste Jahr. Das heißt, ich eröffne mir mehr Chancen sozusagen. Genau. Ja. Und also gerade wenn man das ausprobieren will, ob das was für einen ist, man muss das ja nicht auf der gesamten Fläche machen. Ne? Man kann ja Teilstücke einfach probieren. Stimmt, auf jeden Fall. Lohnt sich immer, egal was man Neues probieren möchte. Ne? Du hattest noch gefragt, für wen es nicht geeignet ist. Da würde ich... Genau. Also die Vorteile sind ja vielfältig, wie wir gehört haben, aber vielleicht gibt es auch Leute, wo man sagt, trotz den Vorteilen lieber nicht machen. Ja, und zwar, also bei den Ökobetrieben ist es einfach so, ich muss wissen, wann mein letzter Striegelgang in der Kultur, in der ich es einbringen möchte, ansteht, weil nochmal nacharbeiten ist dann einfach schwierig, weil ich dann auch die Keimpflanzen meines Kleegrases mit bekämpfen würde. Und noch viel stärker tritt dieses Problem im konventionellen Bereich auf, wenn ich mit Bodenherbiziden arbeite. Und zwar ist es einfach so, dass auch die Pflanzen des Kleegrases da empfindlich drauf reagieren. Bei den Bodenherbiziden ist das natürlich so, von Beratern wird häufig eine Wartezeit von 6 Wochen, vielleicht mal 8 Wochen angegeben, die ich warten muss, bis ich beispielsweise das Kleegras als Untersaat etablieren könnte. Aber dabei ist... Das reicht ja natürlich nicht aus, ne? Also. Ja, zum einen ist es so, dass ich nicht unbegrenzt früh mein Herbizid ausbringen kann. Ich will da ja auch eine gewisse Wirkung erzielen. Und die Bodenbedingungen sind dann natürlich auch zu beachten. Und ich kann nicht Mitte Januar das Bodenherbizid sinnvoll einsetzen. Und dann wird es irgendwann auch spät, um die Untersaat einzubringen. Mhm. Und zum anderen ist es so, wenn ich jetzt das Bodenherbizid ausgebracht habe und die Bedingungen nicht günstig sind dafür, dass das Herbizid aufgenommen oder metabolisiert wird, heißt es ist trocken oder es ist kühl oder am besten noch beides, dann kann diese Residualwirkung des Bodenherbizids noch deutlich länger anhalten als diese 6 bis vielleicht 8 Wochen. Und dann kann es sein, dass obwohl ich gewartet habe,
in bestem Wissen und Gewissen ich mir trotzdem mit der restlichen Wirkung des Bodenherbizides meine Untersaat schädige. Und wir wollen natürlich nicht, dass das teure Saatgut, was wir dann ja doch, wenn auch in geringere Menge eingesetzt haben, dass das dann geschädigt wird. Auf Außerdem jeden Fall. Demotiviert sowas natürlich, ne? Allgemein ist ja aktuell das Ziel, den Herbizideinsatz ein Stück weit zu reduzieren. Und deshalb können ja auch konventionelle Betriebe vielleicht über einen Striegeleinsatz nachdenken. Kommt natürlich auf die Unkrautflora an, aber es wäre natürlich auch für die eine Möglichkeit, im Frühjahr nochmal zu striegeln und damit eine Untersaat auszubringen. Spannende Option, ja. Andere Sachen, die gegen den Einsatz einer Untersaat sprechen, sind teilweise, aber nicht zwingend, hohe Ertragserwartungen. Also wenn ich einen 10-Tonnen-Weizen habe, dann hat die Untersaat natürlich auch eine etwas schwerere Zeit, weil dann auch eine stärkere Beschattung gegeben ist. Und was auch schwierig ist, sind Wurzelunkräuter wie Ampfer. Die kann man dann zwar in den Folgejahren mit den Schnitten ein bisschen verdrängen, aber die Bekämpfung über eine Bodenbearbeitung im Herbst wäre natürlich auf jeden Fall auch sinnvoll. Stimmt, die fällt dann raus, logischerweise, ja. Die gleiche Problematik besteht im Prinzip mit Mäusen. Da hilft es mir natürlich auch, wenn ich im Herbst da beispielsweise zweimal mit dem Grubber durchfahre und damit eine gewisse Mäusebekämpfung machen kann oder zumindest deren Behausungen zerstöre. Ja, also die Pflanzenschutzthematik, die Dichtheit der Bestände, dann die Mäusesache und die Wurzelunkräuter, wie eben vor allem Ampfer, sind Sachen, bei denen man sich genau überlegen muss, ob man wirklich auf dieser Fläche dann das mit der Untersaat versuchen will. Wie ist es denn bei Standorten, die jetzt gerade in den letzten Jahren besonders von Frühjahrstrockenheit betroffen waren? Du hast jetzt vorhin gesagt, Herbsttrockenheit, da ist es eigentlich eher vorteilhaft, mit einer Untersaat zu arbeiten, weil die im Herbst einfach schon gut etabliert ist, ein ordentliches Wurzelwerk hat. Aber ich könnte mir vorstellen, auf Standorten, die stark von Frühjahrstrockenheit betroffen sind, dass ich da dann eben eine Untersaat und meine Getreidekultur habe und dass da die Konkurrenz um das wenige vorhandene Wasser dann vielleicht doch irgendwann mal zu arg wird. Oder wie siehst du das? Also eine Trockenheit im Frühjahr ist auf jeden Fall auch für die Untersaat eine enorme Schwierigkeit. Und auf einem der Demobetriebe, auch einem, von denen ich vorhin gesprochen habe, hatten wir eine recht große Demonstration im Frühjahr angelegt als Untersaat und die wurde dann im Herbst nach der Ernte der Tritikale umgerissen, weil einfach nicht ausreichend Saatgut aufgelaufen ist oder das, was aufgelaufen ist, vielleicht im Keim vertrocknet ist. Auf einem anderen Betrieb, bei dem wir die Untersaat-Variante als Demo-Variante gegen eine Planksaat-Variante etabliert haben, war es im Frühjahr auch trocken. Mhm. Aber dort sind wir ein bisschen früher gewesen, haben noch mehr von den Winterniederschlägen mitnehmen können, hatten also noch ausreichend Restwasser im Boden, dass die Untersaat auflaufen konnte und auch dann überlebt hat. Und er hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Gerste und Dinkel als Deckfrüchte beeinträchtigt hat. Obwohl auch dort eine Phase von 6 Wochen im Frühjahr niederschlagsfrei war. Okay. Die Wasserkonkurrenz der Untersaat zur Hauptkultur kommt eigentlich kaum zum Tragen, weil die Kleegraspflänzchen oder Klee, Luzerne, alles Mögliche, was in dieser Mischung drin ist, die bleiben so lang klein, wie die Deckfruchtkultur nicht beerntet ist. Also die machen dann ein paar kleine Plättchen, die brauchen dann einfach noch nicht viel Wasser. Das Schöne ist halt einfach, dass die dann schon die kleine Pflanze gebildet haben, schon ein bisschen assimilieren können, wenn die Deckfrucht geerntet wird. Wenn Licht drankommt und dann kann es einfach losgehen. Und dann kommt auch dieser Vorsprung gegenüber der Herbstplanksaat
einfach in der Vegetation zum Tragen. Ja, du hast gerade schon so schön gesagt, das Kleegras, das Luzernegras oder was das sonst immer noch in der Mischung mit drinne ist. Wie ist das denn? Gibt es, wenn ich eine Klee- oder Luzernegrasmischung in Untersaat etablieren will, was ich bei der Mischung besonders beachten muss, was da drin sein sollte oder eben nicht? Also man kann prinzipiell die Standardmischung erstmal versuchen zu verwenden. Das ist definitiv kein Fehler. Gerade wenn ich eben sage, ich überlege mir auf einem Streifen das mal zu probieren. Da sollte man kein zu großes Trara machen, sondern einfach mal nehmen, ein bisschen was da reinschmeißen und gucken, ob das was wird. Was sich aber vorteilhaft auswirkt, ist, wenn die Mischung eine gewisse Art und Breite hat. Also nicht nur ein Rotklee und ein deutsches Weidelgras, sondern einfach noch ein Weißklee mit drin oder auch noch andere Grasarten, auch ein bisschen Luzerne tut nicht weh. Je nach Standort natürlich. Man muss immer gucken, welche Arten auf den Standort prinzipiell passen. Aber bei den Gräsern ist das wie beim Weißklee auch. Arten, die ein bisschen Ausläufer treiben, können ganz gut sein. Eben insbesondere beim Weißklee ist das ja bekannt. Und je nach Etablierungsvariante gibt es da ein bisschen Unterschiede. Weil beispielsweise, wenn wir das mit einem Striegel einstreuen, mit einem Pneumatikstreuer, dann ist die Verteilung des Saatguts natürlich nicht wie mit einer Drillmaschine. Und dadurch kann es sein, dass kleinere Lücken entstehen und die können dann eben von Arten wie beispielsweise dem Weißklee zugewachsen werden. Ein Ziel ist ja auch immer, eine Unkrautunterdrückung des Bestandes zu gewährleisten. Wenn man viele verschiedene Arten nimmt, unterschiedliche Pflanzenarchitekturen, unterschiedliche Plattformen, dann kann man einfach einen schnelleren Bestandesschluss gewährleisten. Aber trotzdem wird es mit den meisten Mischungen dann ein guter Bestand. Da kann man eigentlich von ausgehen, wenn die Etablierung klappt. Super. Das heißt, Faustregel, vielfältige Mischung ergibt vielfältigen Nutzen, aber im Prinzip kann man auch mal einfach starten. Genau. Nicht alles verkomplizieren, nicht mehr als nötig. Aber wenn man dann sagt, das ist was für mich, dann kann es sich lohnen, die Mischung nochmal genauer anzugucken und die vielleicht ein bisschen breiter aufzustellen. Ja, du hattest jetzt gerade auch schon einen anderen Themenbereich angesprochen, zu dem ich noch einiges von dir wissen wollte. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, na, es kommt halt drauf an, auch bei der Wahl der Mischung und der Mischungspartner, wie ich das Ganze etabliere. Was sind denn so deine Tipps und Empfehlungen, mal ganz grundsätzlich? Wie etabliere ich am besten eine Untersaat oder wie sehe ich sie aus? Also es ist natürlich bei der Etablierung zu beachten, wie gesagt, wir hatten ja schon das Thema, was nicht sein sollte. Und da waren jetzt auch die zu dichten Bestände, oder was heißt zu dichten Bestände? Wir wollen ja eigentlich dichte Bestände, um da auch einen Ertrag von zu haben. Aber je nachdem, wie dicht man welche Kultur sät, die dann als Deckfrucht in Frage kommt, kann man auch teilweise überlegen, wenn die zu dicht wäre sonst, da mit der Saatstärke runterzugehen, um vielleicht 20%. Ansonsten die technische Frage der Etablierung, da gibt es diverse Philosophien. Je nach Deckfrucht kann man mal im Herbst, mal im Frühjahr aussehen. Wenn ich beispielsweise keine Unkrautbekämpfungsmaßnahmen in meinem Betriebskonzept vorgesehen habe, heißt das nicht, dass ich nicht, weil eben Striegelaussaat ein Standardverfahren ist, dass ich nicht das Kleegras als Untersaat etablieren kann. Ich kann natürlich auch mit einem einfachen Streuer, mit einem Feinsamenstreuer, Schneckenkornstreuer, kann ich das Saatgut ausbringen und kann das auch anwalzen. Das funktioniert natürlich am besten relativ früh nach Winter, weil dann macht einfach das Walzen Sinn. Ich schädige die Kultur nicht. Was man machen kann, ist, man kann auch im Frühjahr, eben auch im frühen Frühjahr, kurz nach Winter,
mit einer Sämaschine, die dafür geeignet ist, das Ganze einbringen in den Bestand. Man kann, wie zu Beginn gesagt, gerade bei den Sommerungen quasi zeitgleich mit der Deckfrucht das Saatgut ausbringen. Wenn ich das mache, muss ich mir aber vorher schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht haben, was da zum einen für Arten in der Untersaat sind und wie schnell meine Deckfrucht auch normalerweise unter meinen Bedingungen sich etabliert. Weil im ersten Stadium soll natürlich auch die Deckfrucht die Untersaat ein bisschen unterdrücken. Ne? Hattest du ja vorhin gesagt, die soll erstmal klein bleiben, ne, bis dann geerntet ist. Ja. Genau. Gerade wenn ich überlege, dass ein Rotklee beispielsweise sehr mächtige Pflanzen machen kann, dann kann das auch, wenn meine Deckfrucht zu langsam ist, dazu führen, dass der Rotklee mit hochwächst. Ne? Ach, das kommt tatsächlich schon auch vor, wenn meine Deckfrucht nicht stark genug ist. Das kommt tatsächlich auch vor. Dann muss man aber überlegen, ja, brauche ich die Deckfrucht als Druschkultur oder kann ich auch die Deckfrucht mit der aufgewachsenen Untersaat wechselieren? Mhm. Das kann auch eine Option sein. Ne? Wenn es mir hauptsächlich ums Futter geht, dann ist das halt mal so. Aber wie gesagt, deshalb immer erst auf kleinen Teilstücken probieren und einfach schauen, ob ich ein System finde, was für mich passt. Ja, ich glaube, das ist echt der Tipp des Tages sozusagen. Genau, also nochmal, man kann einfach das Saatgut ausstreuen und möglicherweise dann anwalzen. Man kann bei einem Striegelgang das Ganze mit ausbringen. Da gibt es ja auch Striegel, bei denen Feinsamenstreuer mit integriert sind. Oder man kann das mit einer ganz normalen, konventionellen Sätechnik ausbringen. Natürlich am besten ohne vorgeschaltete Kreiselecke, weil die Kultur soll ja stehen bleiben, ne? Die Deckfrucht. Stimmt, ja. Ja. Gut, jetzt habe ich mich für ein Verfahren entschieden und meine Untersaat hat sich jetzt auch schon mal ganz gut etabliert. Gibt es irgendwas, was ich für den weiteren Verlauf der Saison beachten muss? Muss ich irgendwie Pflegemaßnahmen machen oder was gibt es zu tun, bis ich meine Deckfrucht dann ernte? Tee trinken, abwarten? Tee trinken, abwarten ist eigentlich ganz gut. Im Konventionellen werden natürlich dann teilweise noch Halmstabilisatoren gespritzt. Da muss ich auch aufpassen ein bisschen, ob sich das mit der Untersaat verträgt. Dann die Fungizidmaßnahmen, die beeinträchtigen die Untersaat ja eigentlich nicht. Aber gerade bei den Halmstabilisatoren, da muss man im speziellen Fall einfach nochmal gucken. Da lässt sich jetzt keine verallgemeinernde Aussage zu treffen. Das heißt, einfach auf die Hinweise des Herstellers achten. Ja, genau. Und notfalls eben mal beim Händler oder Hersteller nachfragen. Genau. Aber im Großen und Ganzen sollte das schon auch funktionieren. Also das ist kein absoluter Hinderungsgrund. Ansonsten, wie du sagst, abwarten. Und dann ist irgendwann die Deckfrucht reif und es ist natürlich so, wenn die Deckfrucht sowieso zum Silieren ist, dann tut das meine Untersaat gut, weil dann ist die Deckfrucht einfach früher weg und die Untersaat kann unter früheren, besseren Bedingungen, also mit längeren Tageslängen, hochwachsen. Da freut die sich natürlich. Ansonsten ist ein Trusch der Deckfrucht natürlich auch möglich und definitiv kein Hinderungsgrund. Was eben sein kann, ist, wenn ich die Untersaat relativ früh ausgebracht habe und oder mein Deckfruchtgetreide einen eher lockeren Bestand gebildet hat, dann kann es sein, dass die Untersaat etwas weiter mit aufwächst. Mit hochwächst. Meistens ist es dann so, dass das Getreide trotzdem getroschen werden kann. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Mhm. Teilweise muss man einfach ein bisschen höher schneiden.
je nachdem, wie hoch dann das die Untersaat mit aufgewachsen ist, muss man einfach nochmal tiefer abschneiden, das Ganze auf den Schwart legen, den Schwart vielleicht nochmal umdrehen und dann kann man das normalerweise auch pressen, gefahrlos. Wir wollen ja auch nicht, dass dann zu viel Grünes im Stroh ist, was dann zu viel Feuchtigkeit mitbringt, dass sich dann möglicherweise Strohballen erwärmen und Brände verursachen. Ne? Deshalb sei darauf hingewiesen, man sollte nur trocken pressen. Oh ja. Aber normalerweise ist es so, dass wenn man dann im Zweifel den Schwart nochmal umdreht, dass das nochmal besser abtrocknen kann, dann sollte das in den meisten Fällen gut funktionieren. Und das ist aber auch, also wenn wir zu dem Schneiden kommen, das ist auch schon der nächste Tipp eigentlich. Wir mähen ja beim Mähdrusch das Getreide mit einer gewissen Höhe ab und wir wollen die restlichen Getreidestoppeln nicht unbedingt in unseren Futteraufwüchsen haben in den folgenden. Heißt, wenn ich relativ hoch schneide beim Mähdrusch, dann kann es sich lohnen, einfach die Stoppeln nochmal relativ kurz abzumähen, entweder mit dem Mähwerk oder mit dem Mulcher, damit die dann auf dem Boden über Winter auch verrotten können und dass die nicht in meinem Futteraufwuchs dann stören. Das ist ja nur nährstoffarmes Material. Das bringt ja keine Energie und kein Eiweiß ins Futter rein. Apropos praktischer Nutzen, wie ist es denn, du hast vorhin schon gesagt, ich sollte jetzt keine überzogenen Ertragserwartungen an meine Deckfrucht haben. Was ist denn eine realistische Ertragserwartung? Also womit muss ich rechnen? Jetzt kann man so eine Prozentzahl über den Daumen gepeilt vielleicht angeben, wie viel Prozent von dem üblichen Weizenertrag, wenn ich jetzt einen Weizen als Deckfrucht habe, kann ich realistisch noch erwarten, wenn ich eine Untersaat darunter etabliert habe? Also das ist so schwer zu sagen, weil das ist natürlich ganz stark regional und von meiner sonstigen Kulturführung abhängig. In Aulendorf hat der landwirtschaftliche Betrieb auch dieses Jahr Untersaat in konventionellen Weizen eingebracht, am Standort in Bettenreute. Die haben tatsächlich 10 Tonnen Weizen geerntet. Das ist auch möglich. Ich habe die Untersaat danach gesehen und war überrascht, wie gut die aussah. Also davon war auch noch was übrig, nicht nur die 10 Tonnen Weizen. Ja, ja. Also man schränkt nicht unbedingt zwangsläufig den Ertrag bei der Deckkultur ein. Worauf ich vorhin hinaus wollte mit den 20% Saatstärkenreduzierung, sowas kann beispielsweise bei einem Hafer sinnvoll sein, der einfach auch im Normalfall eine große Blattspreite macht und der macht es dann einfach bei einer normalen Saatstärke sehr dunkel und dann kann es sich lohnen, mit der Saatstärke eben beispielsweise um diese 20% runterzugehen, um einfach der Untersaat ein bisschen Licht und Luft zu lassen. Damit die überhaupt eine Chance hat. Dann muss ich natürlich auch mit meiner Ertragserwartung vielleicht ein bisschen runtergehen, das ist richtig. Aber offenbar nicht zwangsläufig, wie die Versuche in Aulendorf gezeigt haben. Das ist echt eine spannende Sache. Ja, also ich wäre bei einer 10 Tonnen Getreideertragserwartung vorsichtig zu einer Untersaat zu raten, aber es schließt sich nicht zwangsläufig gegenseitig aus. Das Ausfallrisiko der Untersaat ist dann vielleicht ein bisschen höher. Ist ganz cool, ne? Dass das auch funktioniert. Ja, es ist, also hätte ich so nicht erwartet, muss ich sagen, finde ich jetzt wirklich überraschend. Und zumal du hast gesagt, das war letztes Jahr, das war jetzt auch nicht so, dass... Dieses Jahr war das. Dieses Jahr, so okay, dieses Jahr, ja. Eben auch mit Trockenheit ja ausgestattet, von dem her ist das nochmal herausragender eigentlich, dass das so gut funktioniert hat. Wobei natürlich man sagen muss, dass Aulendorf und auch Bettenreute im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands ein bisschen im Tal der Glückseligen liegt. Wir haben ja noch einen relativ hohen Niederschlag übers Jahr und auch eine einigermaßen vernünftige Niederschlagsverteilung. Also wenn es keinen
extrem Trockenjahr wird, dann ist man da ganz gut bedient eigentlich. Okay, gut, ja. Wobei, wir wollen es nicht zu arg relativieren. Das ist natürlich trotzdem echt eine ziemlich gute Sache. Ja, nee, es ist auch so, dass, wie gesagt, wir schaffen uns damit die Möglichkeit, einfach ein zusätzliches Aussaatzeitfenster zu bekommen. Und das hilft ja auch insbesondere dann, wenn wir phasenweise mit großer Trockenheit zu tun haben, ne? Ja, das ist echt genial. Das wird die nächsten Jahre definitiv auch noch wichtiger werden. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber das ist auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung, die du noch für die Praxis hättest, oder vielleicht auch so ein ganz großes No-Go, wo du sagst, oh, das erlebt man immer wieder, dass das gemacht wird, aber eigentlich ist das bei Untersaaten echt ein Killer. Also eine wichtige Sache ist, man muss im Kopf für sich bewusst haben, dass einfach nach der Getreideernte die Untersaaten noch klein sind, ne? Und das ist gewollt so, das ist normal so. Nur weil da... Keine Angst bekommen, sozusagen. Genau. Man sollte dann dem Ganzen zumindest mal je nach Bedingungen irgendwie 2 Wochen Zeit geben und dann das Feld angucken, bevor man sagt, ich reiß das um. Es ist gewollt, dass die Untersaaten nach der Hauptkulturernte klein sind. Was man auch beachten sollte, ist, wenn ich einen sehr homogenen Bestand erwarte, dann ist das nicht zwingend der Fall. Es kommt eben, wie gesagt, ein bisschen auf die Aussaattechnik an. Wenn ich natürlich wieder mit einer Trillmaschine da langfahre, dann bekomme ich einen normal getrillten Bestand im Prinzip. Wenn ich mit dem Striegel, der das auf Prallteller verteilt, da langfahre, dann ist es so, dass natürlich das durch Wind mehr beeinflusst ist. Und wenn ich mit einem Schleuderstreuer, beispielsweise einem Schneckenkornstreuer, die Untersaat ausbringe, dann ist das noch stärker durch den Wind beeinflusst. Also je homogener der Bestand, den ich erwarte, desto mehr Trilltechnik. Mhm. Und das muss man auch ein bisschen auf dem Schirm haben. Und wenn man unbedingt möchte, dass der Bestand möglichst homogen ist, ja, dann muss ich eben mit der ganz normalen Sämaschine da durchfahren. Auch ein guter Punkt. Aber im Endeffekt, Kernaussage auf jeden Fall nicht erschrecken, wenn man jetzt eben nicht mit der Trillmaschine unterwegs ist oder auch generell, dass der Bestand recht klein ist. Ich glaube, das ist total wichtig, weil... Ich kann mir schon vorstellen, wenn da nur so mickrige Pflänzchen stehen, dass man dann schon versucht ist zu sagen, ach komm, breche ich gleich um, sehen wir nochmal neu ein, bevor es zu spät ist. Aber da erstmal noch 2 Wochen Geduld, das ist echt ein wichtiger Hinweis. Und das ist auch so ein bisschen, wir hatten ja vorhin die Pflanzenarchitekturen schon mal angesprochen. Und bei der einen Demonstrationsanlage war es so, da haben wir eine Mischung mit vorrangig Rotklee und eine Mischung mit vorrangig Luzerne als Untersaat etabliert. Und der Rotklee, der macht natürlich auch als relativ kleine Pflanze ein relativ großes Blatt. Und das sieht dann erstmal nach viel Deckungsgrad aus. Die Luzerne hat viel feinere Blätter. Mhm. Und dann sieht das erstmal auch deutlich zarter aus, ne? Und das heißt aber nicht, dass die Luzerne 3-4 Wochen später immer noch schmächtig aussieht, sondern die kann dann auch größer und kräftiger als der Rotklee sein. Also man muss da seine Kulturen ein bisschen kennen und ein bisschen Augenmaß walten lassen. Ganz wichtiger Hinweis. Ja, zum Schluss hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dich zu fragen, was denn dein Tipp ist für jemanden, der jetzt bisher eben noch nicht Luzernegras oder Kleegras in Untersaat angebaut hat, aber ich glaube, ich kann schon so ein bisschen raten, wo es hingeht, nämlich erstmal auf einer kleinen Parzelle ausprobieren, stimmt's? Genau, das ist es, das hast du gut erfasst, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Einfach probieren, ne? Und wenn man das auf einer kleinen Fläche ausprobiert, man hat im Prinzip nichts zu verlieren, oder? Nee, definitiv nicht. Höchstens was zu lernen und vielleicht, ja, dann im nächsten Jahr noch erfolgreicher zu sein, hoffentlich. Genau. Und dann ist es natürlich auch so, wenn man da Fragen hat, dann kann man sich beispielsweise ja auch ans Demonet Klee Lutz Plus wenden, um da ein bisschen Rat einzuholen.
und von Erfahrungen zu profitieren. Ganz eindeutig. Ich meine, du hast ja jetzt eben auch schon erwähnt, ihr habt unter anderem auch auf einigen eurer Demoparzellen Untersaaten etabliert. Das heißt, ihr werdet im nächsten Jahr wahrscheinlich ja auch, wenn die Corona-Situation es erlaubt, Felderbegehungen und Feldtage machen. Auch da kann man vorbeischauen und kann sich das dann auch mal live anschauen und sich vielleicht sogar direkt von dir dann noch den einen oder anderen Tipp einholen, ne? Das ist der Plan und natürlich nicht nur von mir, sondern auch von den Landwirten, die da schon viel länger Erfahrung haben. Ja. Klasse. Ja, wer sich jetzt dafür interessiert, mal zu einer Veranstaltung zu kommen und sich die Untersaaten auf unseren Demoparzellen live anzuschauen oder einfach, wie Philipp gesagt hat, noch ein bisschen mehr dazu erfahren möchte, wissen möchte, wen er ansprechen kann, der kann auf unserer Website vorbeischauen. Und zwar unter www.demonet-kleelutzplus.de. Ja, Philipp, dann bleibt mir nur noch dir vielen Dank zu sagen. Das waren sehr viele Infos. Ich glaube, wir sind jetzt alle ein ganz gutes Stück schlauer geworden, was Klee- und Luzernegras-Untersaaten angeht. Und ich glaube, also hätte ich einen Betrieb, hätte es mir große Lust gemacht zu starten. Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen motivieren konnten und dass auf dem einen oder anderen Betrieb demnächst mal was mit den Untersaaten passiert. Das würde mich auch sehr freuen. Und dann sieht man sich vielleicht nächstes Jahr auf Veranstaltungen. Genau. Philipp, dir vielen Dank und bis dahin. Kein Problem, sehr gern. Bis bald.